Wie und vor allem wo kann ich meine erste Kryptowährung seriös und sicher in wenigen Schritten kaufen? Genau um dieses Thema soll es im heutigen Video gehen und somit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Coinstelle. Wir werden direkt reinstarten und ich möchte dir hier gleich mal die größte Kryptobörse der Welt zeigen, und zwar Binance. Die Binance ist nicht nur die größte, sondern meiner Meinung nach auch eine der sichersten und beliebtesten Exchanges. Und das Ganze ist auch für uns aus dem deutschsprachigen Raum relativ einfach, weil wir hier eine direkte SEPA-Überweisung machen können. Wie das genau funktioniert, das zeige ich dir hier jetzt. Als allererstes empfehle ich dir natürlich hier oben mal, wird das wahrscheinlich noch auf Englisch bei dir sein, das Ganze auf Deutsch umzustellen. Die Währung wird automatisch von Dollar auf Euro ebenso umgestellt und dann habt ihr das Ganze erstmal in der Muttersprache. Als nächsten Schritt, wenn ihr euch hier registriert, dann würde ich euch empfehlen, eine neue E-Mail-Adresse anzulegen mit einem weiteren sicheren Passwort, dass die E-Mail-Adresse wirklich nur hier mit euren Finanzen zu tun hat und nicht nochmal mit weiteren privaten Dingen. Das ist Tipp Nummer 1. Dann als nächstes hier einen ganz kurzen Überblick, bevor wir hier jetzt in die Überweisung starten. Du wirst hier, wenn du auf die Seite kommst, übrigens ist dieser Link von Binance natürlich auch hier unter der Videobeschreibung. Gerne kannst du diesen Link nutzen, du unterstützt mich damit, aber gleichzeitig bekommst du auch nochmal 10% für deine Einzahlung als Bonus dann wieder zurück gutgeschrieben, die du natürlich dann auch für die ersten Trades gleich mal nutzen kannst. Okay, wir sehen hier jetzt auf der Startseite von Binance, nachdem du dich registriert hast, hier oben gleich Kryptos kaufen. Du kannst hier über die Märkte, also hier kommst du direkt auf den Kryptomarkt, wo du alle Coins siehst im Endeffekt. Hier kannst du dann traden. Hier gibt es verschiedene Arten zu traden, aber das ist natürlich alles für fortgeschrittene Bereiche. Ich möchte dir hier jetzt nur kurz einen Überblick über Binance geben. Du siehst hier drüben dann deine Wallet. Über Übersicht bzw. Spot siehst du dann natürlich auch deine Investitionen, dein Portfolio so gesehen. Du kannst hier natürlich auch nicht nur Bitcoins, sondern du kannst hier natürlich auch Altcoins kaufen und dir so ein Portfolio aufbauen. Du siehst das hier ist ein kleiner Teil meines Portfolios jetzt und hier würde jetzt im Endeffekt dein Guthaben stehen. Okay, dann kannst du natürlich hier jetzt auch direkt über Einzahlung gehen oder wir gehen hier oben über Kryptos kaufen. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Bankeinzahlung und jetzt ist es ganz wichtig. Die Bank, von der du jetzt überweist, muss natürlich auf deinen Namen laufen, mit der du dich hier auch registriert hast. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du irgendwann mal eine größere Summe an Euros dann auszahlen musst, musst du das Ganze verifizieren. Und dazu muss natürlich dann der Name, den du hier verwendet hast, mit dem Namen deines Kontos übereinstimmen. Sonst lässt Binance das gar nicht erst zu. So, dann hast du hier die Möglichkeit, wir sind hier jetzt schon auf Fiat, hier oben auf Einzahlung. Du hast natürlich hier Euro drin, da könntest du natürlich auch andere Währungen nutzen, aber für uns ist natürlich Euro interessant. Und dann kannst du eine Banküberweisung, die kostet dich nichts, keine Gebühren, ist in 1 bis 2 Werktagen, ist es erfahrungsgemäß schon da, das Geld. Du kannst natürlich aber auch hier mit Kreditkarte machen, dann ist es in Echtzeit im Endeffekt da, aber es kostet dich 1,8% Gebühren. Das kommt natürlich auf die Größe deiner Investition an, musst du für dich selbst entscheiden. Okay, wir sagen jetzt einfach mal Banküberweisung, geben hier jetzt mal von mir aus 200 € ein, die wir einzahlen möchten, und du siehst hier jetzt schon, es fallen keine Gebühren an. Okay? Der nächste Schritt wäre einfach hier jetzt nur auf Weiter zu klicken. Dann siehst du hier das, was ich gerade gesagt habe: We only accept fundings from a bank account under your own name. Also sie akzeptieren tatsächlich nur Einzahlungen, wenn dieses Konto auf deinen Namen läuft. Dann brauchst du für die Überweisung soll natürlich an Binance gehen. Okay? Das bestätigen wir und dann kommen hier im Endeffekt unsere Überweisungsdaten. Du siehst dann hier schon Name des Begünstigten, ist in dem Fall Binance, die IBAN, den Referenz, in unserem Fall die Verwendungszweck und dann halt natürlich noch den BIC, Bankname, Bankadresse etc. und den Betrag natürlich. Okay? Dann kannst du das Ganze hier hin überweisen. Nach 1 bis 2 Tagen ist das Geld, wie gesagt, erfahrungsgemäß da, aber dann hast du ja noch keine Bitcoins, sondern dann hast du hier jetzt lediglich auf Binance Euros eingezahlt. So, jetzt gehst du im Endeffekt, wenn das Ganze da ist, kannst hier gerne gleich eine Verifizierung machen, also das heißt hier unter Sicherheit verifizieren, einen Two-Factor Authentication, also einen Zwei-Faktor Authentifizierung im Endeffekt. Das heißt, du könntest hier jetzt nochmal angeben, nicht nur ein Passwort, sondern zusätzlich vielleicht mit dem Google Authenticator hier dich nochmal abzusichern oder vielleicht per SMS. Ich persönlich habe das Ganze per SMS gemacht, sprich, sollte jemand mal mein Passwort hacken, kommt er nicht rein, solange er nicht den Code, den ich jedes Mal per SMS an mein Handy geschickt bekomme, solange er den nicht erhält. Gleichzeitig bekomme ich aber über diesen Code natürlich auch Benachrichtigungen zugeschickt, zum Beispiel, wenn denn die Zahlung da ist. Wenn die Zahlung da ist, wie gesagt, wir gehen hier oben auf Wallet,
Wir machen das Ganze nochmal zusammen. Spot Einzahlung, hier sind wir eigentlich schon drauf, aber ich zeige es euch jetzt nochmal ganz kurz, dass es neu lädt. So, und dann siehst du, wie gesagt, hier müsste jetzt gleich Euro auftauchen. Jawohl, hier ist es schon. Und hier würde jetzt im Endeffekt verfügbar 200 Euro stehen. So, jetzt möchten wir ja im Endeffekt unsere ersten Bitcoins bzw. Satoshis. Weil du kannst dir wahrscheinlich, also du wirst dir jetzt wahrscheinlich nicht gleich einen ganzen Bitcoin kaufen, du wirst dir Anteile kaufen. Das nennt man dann die einzelnen Satoshis. Diese Satoshis wollen wir hier jetzt im Endeffekt traden, also beziehungsweise kaufen. So, und jetzt siehst du, jetzt gehen hier im Endeffekt schon die ersten möglichen Käufe auf, wo du handeln kannst, Litecoin, Chainlink, Ethereum, Polkadot etc. Für uns ist natürlich jetzt hier BTC, Abkürzung für Bitcoin, / Euro interessant. Ich gehe jetzt auf Bitcoin Euro. So, und jetzt kommen wir im Endeffekt in die Maske von Märkten. Also hier auf Markt bzw. über Traden kommst du dann hier auf den klassischen Bereich und dann bist du genau hier. Hier ganz kurz siehst du hier rechts Favoriten, wenn du welche hast. Ansonsten siehst du, also in meinem Fall, siehst du hier jetzt meine ganzen Favoriten, wo sie gerade aktuell stehen. Das ist ein Teil meines Portfolios. Dann siehst du hier im Endeffekt die verschiedenen Coins, die du traden und handeln kannst. Wir wollen jetzt natürlich Bitcoin, beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal hin und suchen uns den Bitcoin. Er ist natürlich hier oben schon drin, aber angenommen, hier würde jetzt ein anderer Coin stehen, suchen wir hier Bitcoin. BTC, 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 wir sind hier auf Bitcoin. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen hier natürlich auf Fiat Euro. So, und dann sehen wir hier Bitcoin Euro. Angenommen, bei euch steht es am Anfang so, und ihr könnt es jetzt nicht machen. Also ganz, ganz wichtig, achtet drauf, dass hier natürlich das, was ihr kaufen wollt, auch steht. Also im Endeffekt immer die Abkürzung, BTC müsste hier jetzt stehen, / Euro, okay? / Euro. So, als nächstes versichert euch bitte, ganz, ganz wichtig, dass ihr hier auf Spot seid. Das heißt, ihr kauft zum aktuellen Preis bzw. zum aktuellen Wert, ohne ein Hebeltrading, ohne dass ihr sagt, okay, ich kaufe jetzt 200, aber setze 500, ist ein fortgeschrittenes Thema, das wäre hier dann isoliert. Macht am Anfang, wie gesagt, fangt klein an, fangt mit Spot an, ein 1:1 Kauf. Okay, wir gehen jetzt, wir switchen hier jetzt wieder rüber, BTC, Bitcoin Euro, jawohl, das wollen wir. Wir wollen Bitcoins gegen Euro kaufen, beziehungsweise Bitcoins für Euro kaufen, genau. So, wir haben hier jetzt wieder Cross isoliert und Spot, wir bleiben auf Spot, ganz klar. Hätten wir jetzt die 200 Euro, würden die schon hier liegen, würden die jetzt hier oben stehen. Jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einfach von meinem Wert, sagen wir mal, keine Ahnung, 80%, also ja, 160 Dollar oder 160 Euro möchte ich jetzt direkt in Bitcoin kaufen oder gleich die vollen 200 Euro. So, dann würden jetzt hier im Endeffekt der Betrag umgerechnet, was Bitcoin gerade zu Euro wert ist, das würde hier drin jetzt im Endeffekt stehen. Und dann würde ich hier dran stehen, okay, du hast hier die 100%, also die vollen 200 Euro. So, jetzt klickst du auf Bitcoin kaufen. Hier unten rechts kommt ein kleines Fenster, wo das Ganze bestätigt. Und dann hast du deine ersten Bitcoins gekauft. Aber wo findest du die jetzt? Und wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach, du gehst jetzt hier auf deine Wallet, gehst auf Spot bzw. auf Übersicht, je nachdem, was du möchtest. Und dann siehst du relativ schnell, ah, okay, hier liegen meine Bitcoins. Denn hättest du jetzt die Bitcoins gekauft, würden sie dir hier jetzt irgendwo angezeigt sein. Bei mir ist das Ganze natürlich versteckt, du kannst das Guthaben hier oben anzeigen lassen und dann würde hier jetzt irgendwo Bitcoin stehen und dann würde hier der Wert dahinter stehen, wie viel du verfügbar hast und dann hältst du im Endeffekt deine ersten Bitcoins und zwar hier auf Binance. So, wenn du diese hältst, empfehle ich dir jetzt noch zwei ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Bevor ich das aber tue und dir dieses Video gefällt, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einfach kurz runterscrollst, diesem Daumen bzw. diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Gerne natürlich auch abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du zukünftig einfach wichtige Informationen rund um das gesamte Thema nicht mehr verpasst. Okay, wie gesagt, wenn du jetzt hier deine ersten Bitcoins hältst, ganz, ganz wichtig, ich persönlich würde dir niemals empfehlen, es gibt natürlich die Binance App und du kannst dich natürlich auch über dein Handy direkt immer einloggen und du könntest rein theoretisch dann auch immer sehen, wo gerade du stehst. Allerdings, wenn du dein Handy verlierst, wenn dein Handy gehackt wird etc., hat man im Endeffekt die Möglichkeit, auf dein Geld zuzugreifen. Und das war auch der Grund, warum ich dir zum Anfang des Videos gesagt habe, erstell dir am besten eine separate E-Mail-Adresse mit einem separaten Passwort. Das ist wieder ein komplett eigener Bereich. Jemand müsste im Endeffekt dann erstmal diese E-Mail-Adresse hacken. Er müsste sie erstmal finden, er müsste sie dann hacken und könnte erst dann hier drauf zugreifen, solange du kein Two-Factor-Authentication mit dem Google-Code, Google Authenticator oder mit SMS, was ich dir auf jeden Fall empfehle. Das Ganze hast du gesehen, war hier unter Sicherheit. Kannst du das mal anschauen. Das auf jeden Fall machen, dann bist du hier schon mal sicherer. Aber wie gesagt, ich würde niemals die App direkt auf meinem Handy installieren.
Du hast eine Alternative und zwar siehst du das Ganze dann auch hier, können wir gerne, wenn die Frage dazu besteht, einfach in die Kommentare dazu schreiben, über API-Verwaltung eine sogenannte API-Schnittstelle erstellen. Sprich, alles was du hier auf Binance liegen hast, kannst du über eine gewisse App, nennt sich Blockfolio, die kannst du dir aufs Handy runterladen und dann im Endeffekt über eine API-Schnittstelle das Ganze, sage ich mal, duplizieren lassen. Also das würde heißen, du siehst hier auf dieser App, was du auf Binance hast, aber man kann im Endeffekt hier nichts machen. Also man kann hier, auch wenn das Handy verloren geht und jemand sieht, oh, der hat hier, keine Ahnung, 10.000 Euro drin liegen auf dem Blockfolio. Er sieht zwar, okay, die liegen auf Binance, aber er hat keine Ahnung, wie er dorthin kommt und hat keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. So hast du einen Überblick, bist aber gleichzeitig auch abgesichert, okay? Ganz, ganz wichtig, in diesem Bereich würde ich immer schauen, alles was jetzt in den Kryptobereich geht, in der Digitalisierung, nehmt schwere Passwörter, holt euch einen Passwortgenerator, macht hier wirklich mit Sonderzeichen, auch wenn es anstrengend ist, aber ich selbst habe den Fehler gemacht und deshalb möchte ich ihn dir gleich sagen. Ich habe aus der Erfahrung gelernt und ich hoffe, dass du die Erfahrung von mir jetzt annimmst und nicht aus eigenen Fehlern lernen musst, weil das kann teilweise richtig teuer werden. Okay, alles klar, das war's zu diesem Video, zum Handel und so weiter, wie wir jetzt im Endeffekt ein Portfolio aufbauen können, etc., etc. Das ist ein weiteres Thema. Wenn dich das interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare, dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Aber ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg im Kryptomarkt und bis zum nächsten Video. Ciao.